Hallihallo, schönen guten Tag. Willkommen für heute mal wieder ein Motor mit einem Getriebeschaden. Wir haben jetzt leider nicht die Möglichkeit, euch das zu zeigen, deswegen muss ich es jetzt einmal schildern. Zum Fahrzeug ganz kurz, Yamaha R1, RN22, Baujahr ist 2019, irgendwo in dem Dreh, erste Modellreihe ohne Traktionskontrolle auf jeden Fall. Ja, folgendes Fehlerbild, beim Schalten vom 3. in 4. haben wir teilweise keinen Gang mehr drin, also wie neutral, kein Vortrieb. Oder, und das finde ich sehr interessant, wir haben den 5. Gang drin. Das, muss ich sagen, habe ich jetzt so auch noch nicht gehabt, dass wir beim 3. Eingang überspringen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stellen wir das überhaupt fest? Weil es wird im Display angezeigt. Kann man sich darauf verlassen? Ja, wir haben es geprüft. Der 4. wird tatsächlich übersprungen. Es ist wirklich der 5. Gang drin. Gut, jetzt haben wir den Motor hier in ausgebauter Form und werden jetzt mal anfangen, das Ganze zu zerlegen und schauen, wie das da drinnen aussieht. Wir beginnen mal mit dem Kupplungsdeckel. Dahinter, Kupplungsdeckel befindet sich dort. Hinter der Kupplung sehen wir dann die Schaltbetätigung. Das ist ja die Schaltwelle, die einmal durchgeht. Das werden wir gleich sehen. Dort ist die Schaltbetätigung, die die Schaltwalze dann verdreht. Eventuell werden wir da schon einen Fehler feststellen können. Ansonsten werden wir den Motor untenrum zerlegen und uns das Getriebe anschauen. Was wir hier sehen, ich weiß gerade nicht ganz genau, ob wir es schon mal angesprochen haben, das sind die Federn von der Anti-Hobbing-Kupplung, die letztendlich für den Anti-Hobbing-Mechanismus arbeiten. Wie das genau funktioniert, das können wir uns gleich nochmal anschauen. Wenn wir nämlich jetzt hier die Narbe rausnehmen, dann sehen wir das jetzt schon. Hier sind Rampen und hier sind auch Rampen. Ne? Hier muss man sich auch immer die Laufflächen anschauen, dass die soweit noch in Ordnung sind, keine Macken haben. Also ein bisschen Gebrauchsspuren sind natürlich normal, aber das sind die Rampen, die hier, muss man natürlich schauen, dass wir den treffen, so. So, ich bin der Meinung, dass wir es schon mal gezeigt haben, irgendwie klingelt das gerade bei mir. Ist ja auch egal, wenn jetzt die Kupplung, also das Hinterrad, den Motor antreiben möchte, verdrehen diese Rampen sich gegeneinander und man sieht, ich hoffe, dass man es sieht, dass die Narbe rauswandert. Und dabei wird dann die Kupplung natürlich getrennt. Dass das nicht zu schnell passiert, geschieht durch diese Federn. Die drücken nämlich auf die Narbe oben drauf, wenn sie festgeschraubt sind, und halten die Narbe zusammen. Und mit den Federn wird die Kraft justiert, die benötigt wird, damit die Kupplung öffnet, die Anti-Hobbing-Mechanismus. So, ich glaube, das reicht. Wir sind ja irgendwann nochmal beim Alphabet. Dann machen wir A wie Anti-Hobbing und K wie Kupplung. Und da gehen wir dann nochmal weiter drauf ein. So, nun müssen wir schauen, das sieht soweit alles noch ganz gut aus. Jetzt wollen wir hier den Kupplungskorb einmal rausnehmen. Ja, hilfreich ist nochmal, dass man sich die ganzen Scheiben in der richtigen Reihenfolge hinlegt, weil hier ist nämlich auch noch eine Scheibe hinter gewesen, dass man sich das alles so hinlegt, wie es denn auch da reingehört. Dann baut man es nämlich auch in der Regel wieder richtig zusammen. Müssen wir die Kurbelwelle mal ein Stückchen verdrehen. Oder ich ziehe zuerst das Lager. Jetzt haben wir hier schon mal das Lager des Kupplungskorbs. Nö, wir müssen die Kurbelwelle ein Stückchen verdrehen. Die Wange ist im Weg. Oder auch nicht. Gut. Also wäre natürlich auch, wenn man das jetzt hier nicht einzeln rausziehen will, kann man die Kurbelwelle ein Stückchen drehen. Dann ist die Kurbelwelle, die Wange ist an der nächsten Stelle, ist die offen. Dann kriegt man alles vorbei. Und nun sehen wir hier unsere Betätigung. Da sehen wir, ja, und da sehen wir jetzt nämlich auch schon die Problematik. So, wenn man jetzt ganz genau hinguckt, dann sehen wir das hier oben. Wir ziehen das mal raus. Da ist nämlich eine Nase, die die Feder hält und die ist weg, die ist abgebrochen. Dementsprechend kann er es da nicht mehr richtig schalten. Hat der drüben den Sicherungsring raus? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Zack. So. Das ist jetzt unsere Schaltwelle.
Und hier können wir das sehen, da haben wir auch die Bruchkante. Normalerweise sitzt das so. Ist die Feder eingehängt hier und hält das. Das tut sie jetzt nicht mehr. Die ist ab. Bedeutet, wir brauchen definitiv eine neue Schaltwelle. Nichtsdestotrotz werden wir uns das Getriebe jetzt nochmal anschauen. Gucken, was da unter Umständen noch los ist. Weil das kann so nicht so ganz richtig sein. Haben wir eine Lampe? Nee. Haben wir nicht. Und du hast eine Lampe, ja. Aber die ist mir zu dunkel. Test. Mit dem Bild muss ich ehrlich sagen, dass es mich wundert, dass das Fahrzeug überhaupt noch schaltet. Also ich bin sie über den Prüfstand gefahren, wir haben es halt nicht gefilmt. Aber da hatte ich das halt festgestellt, dieses Phänomen. Das ist verwunderlich, dass die überhaupt noch geschaltet hat und auch in der Regel gar nicht so schlecht. So, wenn wir uns die Schaltwalze jetzt hier außen anschauen. Neutral, zweiter, dritter, vierter. Da ist der vierte und da ist der fünfte. Warte mal. Na, farblich ist der sechste Gang hier am schlimmsten. Fünf und sechs, da sehen wir eine Verfärbung hier oben an der Schaltwalze. Und die werden wir uns auch auf jeden Fall das Getriebe anschauen müssen und die Schaltwalze auch, was da ist. Weil es wird ja einen Grund haben, dass dieser Pin hier abfliegt. Der wird höchstwahrscheinlich eher im Bereich Getriebe liegen, eventuell. Oder es hat halt einen Schlag gegeben und dann ist der ab. Ein bisschen hoffen müssen wir noch, weil was natürlich bei solchen Schäden ganz, ganz wichtig ist, dass wir das Teil finden. Weil es kann nicht raus. Es wird hier drinnen irgendwo abgebrochen sein und wird dann im besten Fall einfach nach unten durch in die Ölwanne ge... Ja, ich hab's. Ich kann's sehen. Zack. Bester Fall. Besser geht's nicht. So, hier ist unser Pin. Da haben wir ihn. Der normalerweise hier so sitzt und die Feder hält. In diesem Sinne, das ist auf jeden Fall schon mal ganz hervorragend, dass wir den haben. Das packen wir einmal beiseite. Ja, wir müssen jetzt das Öl ablassen, weil wenn ich es richtig sehe, ist noch Öl drin. Und dann werden wir die Ölwanne einmal demontieren, gucken, wie weit wir das Getriebe sehen können und werden dann höchstwahrscheinlich die Motorgehäusehälften einmal trennen, um das Getriebe komplett sehen zu können. Weil von unten können wir, bin ich der Meinung, nicht besonders viel vom Getriebe sehen bei der R22. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr nichts sehen. Schön finster da drinnen. Es sieht folgendermaßen aus, ihr werdet es jetzt auf der Kamera nicht sehen können, wenn wir an dieser Getriebeausgangswelle vorbeischauen. Dahinter sitzt die Getriebeeingangswelle, die sitzt halt oben drüber. Da sind die Docks, also die Zähne, die Gänge. Na, Getriebe habe ich schon mehrfach erklärt. Guckt euch die anderen Videos an, wie es genau funktioniert. Die sind auf jeden Fall abgenutzt. Die haben abgeschrägte Kanten, die haben richtig Macken drin. Und da kann es natürlich dann zu solchen Problemen führen, wenn wir Verschleiß an den Docks haben, die Gänge nicht mehr richtig einrasten, rausrutschen können und unter Umständen die Schaltwalze, wenn sie noch nicht ganz eingerastet ist, wieder zurückdrehen können. Kann das mit viel Fantasie passieren, dass dort diese Feder bricht oder dieser ganze Pin bricht. Federbruch haben wir schon öfter gesehen, den Pin habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Aber wir werden, um hier zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen, dass das Fahrzeug getriebeseitig auch zuverlässig länger noch funktioniert, werden wir das Getriebe tauschen müssen oder zumindest Einzelteile tauschen. Wenn ich das richtig verstanden habe, also der Kunde hat den Motor selber ausgebaut, einmal aus Zeitgründen, weil wir momentan in der Hochsaison nicht die Zeit haben, den Motor auszubauen. Also wir ihm halt leider sagen mussten, bei dem Terminvorlauf, tut uns leid, das wird in den nächsten Wochen nichts werden. Jetzt hat er ihn selber ausgebaut, jetzt haben wir gesagt, gut, wir gucken, was wir machen können, schauen einmal rein. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er bereits ein komplettes Getriebe bekommen oder kann zumindest eins bekommen. Das werden wir jetzt mit ihm abklären, werden uns das neue Getriebe anschauen und das dann komplett durchtauschen. Und dann werden wir uns das Getriebe auch noch mal ein bisschen ausführlicher anschauen. Für heute sind wir auf jeden Fall durch mit diesem Thema und sehen uns jetzt gleich, wenn es weitergeht. Hier ist das besagte Getriebe, was wir dort
einbauen sollen in den Motor. Ach, wir haben auch schon mal ein bisschen Farbe bekommen hier in dem der Schaltwalze. Gut, also die Walze selber, man guckt hier dann immer auf die Führung, wie das aussieht, gerade hier, wo diese Umlenkpunkte sind, dass das alles noch vernünftig eine richtige Führung ist und nicht irgendwie wischiwaschi ausgenudelt ist. Aha, ein Amtsblatt, naja. So, wo sind die interessanten Teile? Okay, also hier ist auf jeden Fall das, was wir letztendlich eigentlich brauchen. Hier können wir auch einfach mal sehen, wie das Ganze aussieht. Ne? Hier ist dieser Pin noch dran, da hängt die Feder drinne. Dadurch ist dieser ganze Mechanismus hier auch voll funktionsfähig. Auch hier hinten der Pin ist alles wunderbar. Feder dran, das sieht alles gut aus. Das ist schon mal sehr schön. Das ist aber jetzt hier unser neues Gebrauchteil. Da muss man sich natürlich dann immer die Räder angucken. Kein großartiges Pitting drauf, dass die ganzen Docks und Fenster hier in den Rädern, dass die noch vernünftig aussehen, keine abgerundeten Kanten haben und alles noch präzise arbeitet. Gut, was es gebraucht ist, kann man sehen. Das ist nun mal so, ist kein Neuteil, aber ansonsten sieht es doch ganz gut aus. Das ist unsere Ausgangswelle und hier ist unsere Eingangswelle. So, ich vermisse jetzt irgendwie noch eine Schaltgabel. Ah, siehste, wunderbar. Ja, ich hoffe, hier sind jetzt nicht noch mehr Kleinteile drin. Ich gucke das alles gleich nochmal durch, aber mehr brauchen wir eigentlich auch nicht, weil hier haben wir nämlich unsere Gabel und die sieht top aus. Und auch die Eingangswelle. Alle Räder. Na gut, der erste Gang hat jetzt hier schon so ein bisschen Spuren. Es wird aber noch funktionieren. Das Getriebe ist auf der Rennstrecke sowieso ein Stück weit ein Verschleißteil, sag ich mal. Es geht leider öfter mal kaputt. Aber ansonsten sehen die Docks hier wunderbar aus. Also das sollte, das kann man auf jeden Fall. Hilfe. Das kann man auf jeden Fall so einbauen. Heil gemacht. So, gut. Also, das haben wir. Das heißt, wir werden den Motor jetzt zerlegen und werden einmal reinschauen, wie das Getriebe da aussieht und werden dann dieses Getriebe dort wieder einbauen. Den Ausgangswellendichtring machen wir noch einmal mit neu, wenn man schon dabei ist. Und ein, zwei andere Kleinteile. Und dann sollte das Ganze wieder funktionieren. Aber jetzt gucken wir erstmal, was bei dem Motor wirklich nicht stimmt. Ich denke, dass man das so auch schon relativ gut sehen kann. Und zwar haben wir, das ist ein bisschen hell, machen wir mal den. Na, geil, guck mal. Dort sehen wir das Dock, was in dieses einrastet. Na? Also das Getriebe. Wenn wir jetzt hier schalten, dann sehen wir, es schiebt das Rad darüber. So, und jetzt wäre der Gang eigentlich eingerastet. Und wenn wir uns jetzt hier mal die Kante angucken, dort. So, da sehen wir es, glaube ich, ziemlich gut. Da sehen wir, dass das Dock hier komplett im Eimer ist. Also das ist hier, das ist normalerweise eine scharfe Kante, wie auch auf der anderen Seite. Und die ist hier schon komplett angegangen. Da kann es dann passieren, dass der Gang sich wieder rausdrückt und dann hier die Schaltgabel natürlich rausschiebt. Und bei solchen Geschichten, wenn das gleich passiert, gerade beim Schalten mit dem Quickshifter mit kurzer Unterbrechzeit, kann es dann passieren, wenn der Gang gerade am Einrasten ist, sich dann wieder rausdrückt, eine unglaubliche Kraft natürlich dann hier auch auf die Schaltwalze ausübt, die sich also verdrehen will, dass dann solche Geschichten passieren wie mit dem mit der Schaltgabel, dass die, sorry, mit der Schaltklaue von der Schaltwelle, also dieses, das was abgebrochen ist, ihr habt es gesehen. Gut, wir nehmen mal den Rest von dem Getriebe raus. Und dann können wir es vielleicht auch noch ein bisschen besser sehen
Und dann werden wir das Ganze durchtauschen. Eieieiei. Aua, 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 aua. Miep. Mach die Schaltkabel gerade. Da haben wir jetzt unsere Getriebegeschichte. Zap, zap. Also, ich denke, dass wir es jetzt vielleicht noch mal besser sehen können. Wenn wir jetzt hier diese Kante angucken, da tat es richtig weh. Und ja, wenn wir jetzt einmal schauen, das ist die Eingangswelle. Das heißt, wir haben hier ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten. So, fünfter. Fünfter Gang hatten wir Probleme und vierter Gang hatten wir Probleme. Da das fünfter Gang hier ein Losrad ist, heißt das, das muss hier einrasten, dass es Kraft überträgt, dann ist der fünfte Gang drin und da sehen wir auch schon, wenn ich das jetzt so festhalte und am fünften Gang drehe, dann seht ihr schon hier, was passiert. Wenn der da drin ist, er schiebt den wieder raus. Und genau dadurch wird die Kraft dann an der Klaue hier viel zu groß, die hier ja so drinne saß. Und da drückt er dann gegen. Na, er schiebt das Rad raus. Die Gabel versucht das Rad hier zu halten. Kann sie dann aber irgendwann nicht mehr. Und dann verschleißt sie. Und dann wird natürlich dann, ja, dann fangen die Probleme richtig an. Die andere Schaltgabel hier drüben, die hat auch schon ein bisschen was abbekommen. Das ist aber noch im Rahmen. So ist neuwertig. Das ist auch alles völlig okay. Die hat schon angefangen, also die wäre dann auch bald schon defekt gewesen. So, was wir noch zeigen wollten an der Ausgangswelle, können wir nämlich sehen, weil an der Ausgangswelle haben wir hier das Schieberad, was den vierten Gang einlegt. Das wäre ja, also das Getriebe sitzt ja so ungefähr drin, also zumindest von der Position. Dann sehen wir, erster, zweiter, dritter, vierter Gang, der hier, das ist auch ein Losrad. Bedeutet, der vierte Gang überträgt die Kraft über dieses Schieberad. Ja, und da ist es jetzt natürlich blöde zu sehen. Können wir eben, ja gut, das Getriebe ist sowieso hin. Da kann man eigentlich nichts mehr von verwenden. Schauen wir uns das jetzt nämlich hier mal kurz an. Und da können wir nämlich auch schon sehen, dort, dass die Kanten auch schon komplett gelitten haben, wo der vierte Gang einrastet. Das heißt, der ist leider genauso hin. Ne? Hier haben wir auch, das ist nicht ganz so extrem wie der fünfte, aber trotzdem fängt es da an. Und auch da haben wir dann natürlich die Chance, dass wenn wir das Ganze hier reinschieben und sich das dreht, dass er das dann wieder rausschiebt und da fängt dann auch die Schaltgabel mit an zu leiden. Gut, haben wir das auch gesehen? Dann werden wir jetzt das Getriebe einmal durchtauschen, dass das alles wieder schön ist und bauen alles wieder zusammen. Wir sind jetzt auch leider schon wieder am Ende angekommen. Wie gesagt, wir haben das Motorrad nicht hier. Der Motor ist zusammen. Der Motor wurde inzwischen sogar bereits abgeholt und wird wahrscheinlich jetzt in diesem Moment gerade wieder in den Rahmen eingebaut, denn es geht gleich schon wieder auf die Rennstrecke. Fazit, Getriebe kaputt, aua, aua. Das war's auch eigentlich schon. Ihr habt auf jeden Fall gesehen, was da im Getriebe alles kaputt gehen kann. Auch ein bisschen, wie das Getriebe so funktioniert. Wenn ihr es ausführlicher wissen wollt, schaut euch gerne das CBR 600 Video an. Da sind wir relativ ausführlich auf die Getriebefunktion eingegangen, wie es funktioniert. Und auch in dem Quickshifter Erklärungsvideo, ob ein Quickshifter schädlich ist fürs Getriebe. Da haben wir das auch nochmal alles gezeigt. Ja, in diesem Sinne, ich drücke dem Fahrer auf jeden Fall die Daumen, dass er mit dem gebrauchten Getriebe länger Spaß hat jetzt und der Rest vom Moped auch hält, er immer schön sitzen bleibt, gute Rundenzeiten reinbrennt und Spaß mit seinem Motorrad hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bin gespannt auf eure Kommentare. Wie immer wünsche euch noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Abonniert uns auf YouTube und folgt uns auf Instagram. Macht's gut, bis denn. Tschüssi.